Eigentlich kennen wir ja das Allgäu als das grüne Allgäu mit seinen Bergen, mit Kühen, Landwirtschaft und Käse. Aber wir kennen auch das Allgäu als eine Region mit Industrie. Da geht die Wasserkraft zurück bis ins Jahr 1500. Da wurden schon mit Wasserkraft Glasbälge für Verhüttungsbetriebe angetrieben. So richtig ging es los anno 1907. In diesem Jahr wurde die erste große elektrische Maschine erstellt. 1960 wurde dann der Betrieb von Bosch übernommen und die Wasserkraft dann stetig weiter ausgebaut. Die Anlage, Baujahr 1907, mehr wie 100 Jahre alt, natürlich dringend sanierungsbedürftig, nicht mehr auf dem Stand der Technik. Und bei dem Sanierungsgedanken haben wir immer schon gewusst, dass wir eigentlich noch gewaltiges Potenzial hier in der Wasserkraft, kommend von der Gundersiedler Ache, haben. Denn mit der alten Anlage konnten wir nur eine Wassermenge von maximal 2,4 Kubikmeter pro Sekunde verarbeiten. Das hat zur Folge gehabt, dass wir mehr wie 40 bis 50 Tage im Jahr, vor allem während der Schneeschmelze, das Wasserdargebot nicht nutzen konnten. Das war eine hohe Motivation, wenn Sanierung, dann auch eine Optimierung, damit höhere Energieerzeugung. Das war also die Hauptmotivation, die auch dann zu der Entscheidung beigetragen hat, dass man die Sanierung macht und hier dieses neue Kraftwerk erstellt. Bei der alten Anlage, da konnten wir eine maximale Energieausbeute von 9 Millionen Kilowattstunden erreichen. Jetzt mit der neuen Anlage kommen wir auf 15 Millionen Kilowattstunden Jahreserzeugung. Diese 15 Millionen Kilowattstunden bedeuten ein Äquivalent von ca. 6.300 Tonnen an CO2, müssen wir schon nicht mit Thermoenergie oder Atomkraft erzeugen. Und ich denke, der wesentliche Vorteil ist, dass wir 250 Liter pro Sekunde Restwasser abgeben müssen und damit hat der Fluss wieder einen gewissen Wildflusscharakter zurückerlangt. Vor der Baumaßnahme war er völlig trocken. Ich glaube, alle Gleichacher Boschler sind recht stolz auf dieses Wasserkraftwerk. Wir zeigen das gern her. Und das ist wirklich ein Beispiel, dass man mit einer gewissen Zähigkeit bei dem Genehmigungsverfahren auch sowas in der heutigen Zeit noch bauen kann. Das ist halt eine hohe Motivation und ein Gruß an alle Freunde der Wasserkraft.